festhalten! Ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Scheiße. Halte Kurs auf die Insel. Ich halte sie auf. Oh, Scheiße. Sie kommen. Ihre Boote sind kleiner. Rammen Sie. Hab es. Sagt der Motor! Mach Wunsch, bitte! Komm schon, geh!
dich ab! Funktioniert's? Jawohl, komm schon! Bring uns hier raus! Fall direkt zur Insel! Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Ich sehe dich. Und hoch und rüber. Oh. Ziemlich rutschig. Leise. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Rede mal mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Verdammt. Wow, meine Akte.
muss zu dem Fenster. Nathan! Komm mit, junger Mann! Ich muss zu dem Fenster. Na los! Bewegung, Schwester! Nathan, jetzt gibt es Ärger. Ich muss zu dem Fenster. Na los. Bewegung, Schwester. Catherine, ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Komm schon. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Alter Schwede, bist du leicht. Geht die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee,
Keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau so. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Bist du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Mumm kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay, durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups, ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Du bist dran. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Hab dich! Komm! Komm! Geschafft. Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was?
So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nathan. Okay, dann mal los. So geht das, Nathan. Okay, dann mal los. Woo! Okay. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen... in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Na, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Na. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos, letras mías. Acabemos con esto. Danos. Demuéstrale al gringo quién manda. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Tipo te gane, Gustavo! ¿Te gusta esto? ¿Mm? ¡Gustavo, mata a este gringo! A ver cómo te sales de esta, ca. ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal paliza. Esto? ¡Lass mich los, Arschloch! ¡Gárrenmelo! ¡Direct zurück! ¡Lucha como un hombre! Ok, tú willst es so. Jetzt hab ich dich. ¡Derríbalo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vuelve ahí! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Esto es por meterte con nosotros! ¡Rompe el escaño, amigo! Ahora sí, pendejo. ¡Te vas a arrepentir! ¡Puedes hacerlo!
Komm schon, amigo. Mist. Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Lasme los! ¡Ya basta! Okay. Jetzt rompele la cara. Ja, basta, idiotas! ¡Suéltame! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria! Cájalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, calmate. Por favor, no me dejes allá dentro de nuevo. Disculpa, pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Hey, Vargas, déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Para. Nein, nein. Nicht da lang. Oh, okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab?
Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgeschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla, bla, bla. Ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Kinderspiel. Bingo. Und weiter geht's. Okay, damit wird es klappen. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Und auf geht's! Go!
runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warten. Okay, wo lang? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Oh Mann, Sam verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Verdammt, da hatte jemand wirklich viel Zeit. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Alchemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Leider nein. 10 und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein.
mal zurück. Na los! Oh, ich sollte aufpassen. Und abwärts. Jetzt. Niemals hin. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Nein, nein, nein! Geschafft. So muss es laufen. So muss es laufen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. ¿Qué puedo decir? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Man, die haben die
mich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Chino sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Nicht anders! Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, dafür ist keine Zeit. Vendetta! Mir geht's gut fürs Erste. Mándanos al infierno. Hora de irse, gringo. Sam, auf ihr Hilfe! Ah!
¡Estás muerto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las los! ¡Good! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde con las reglas! ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es das Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal! Rafe, wo gehen wir?